Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns auf dem Weg ins nächste Kapitel oder eigentlich war es ein DLC, soweit ich mich richtig erinnere. Und zwar wollen wir in die Totenländer. Wir haben ja sozusagen schon die Einführung jetzt beim letzten Kapitel gehabt. Und jetzt bekommen wir... Achso, das wollte ich euch noch kurz zeigen. Wenn ihr im Kronenshop... Müsst ihr natürlich auch oben rechts auf Shop klicken. Wenn ihr da auf Quests geht und auf Prologe, da ist dann... Da findet ihr dann, wenn ihr runterscrollt, unten rechts Prolog, eine apokalyptische Lage. Den habe ich mir jetzt schon geholt. Und ja, da muss ich mit der guten Dame hier sprechen. Ihr seid also die sterbliche Abenteurerin, die die Grauensherren sucht. Ich dachte, ihr wärt... nun... größer? Trotzdem, meine Herrin weiß alles am besten. Ich bringe euch eine Botschaft von Lyrant, der liebreizenden und mächtigen Dremora. Hört die Worte, die ihre Prophetin spricht, und lauscht gebannt. Eine Nachricht von einer Dremora? Was steht da drin? Die Grauensherrin braucht eine sterbliche Sichtweise. Ihr kommt die Lage nur kurios vor, doch sie meint, sie könnte apokalyptische Folgen für unsere Daseinsebene haben. Glückwunsch, Sterbliche! Sie hat euch erwählt. Und sie hat eine Entlohnung versprochen, falls ihr überlebt. Ihr scheint recht ruhig dafür, dass ihr mir eine apokalyptische Nachricht von einer Dremora überbringt. Ruhig? Ich schätze schon. Doch ich glaube an Lyrant. Und sie scheint an euch zu glauben. Ich werde das Ziel auf eurer Karte vermerken. Außerdem habe ich für die Anreise gesorgt. Die anmutige, süße Narzisse. Oh, und nehmt diesen Anhänger. Ihr werdet ihn brauchen, wenn ihr dort ankommt. Nun gut, ich lasse mich von der süßen Narzisse zu eurer Grauensherrin bringen. Die süße Narzisse bringt euch geradewegs an diesen Ort. Dort angekommen, müsst ihr an den Kreaturen vorbei, die die Gegend durchstreifen, um Lyrants verborgenen Unterschlupf zu finden. Der Anhänger wird euch darauf aufmerksam machen, wenn die Zeit gekommen ist, um ihn einzusetzen. Folgt dann einfach der Energiespur. Wie wird dieser Anhänger Lyrants geheime Zuflucht offenbaren? Sieht man das nicht? Der Anhänger enthält einen Epiphanie-Blutrubin. Er kribbelt, wenn er Überreste von Portalmagie spürt. Setzt ihn ein. Er wird uns helfen, Lyrants Unterschlupf zu finden. Wie ironisch. Sie hat euch ausgewählt, ihr beizustehen. Nicht ihre Prophetin, sondern euch. Eine ungläubige Abenteurerin. Die Dremora, Lyrant und ich kennen uns schon lange. Ja, ich bin mir eurer Beziehung zu meiner Herrin durchaus bewusst. Sie mag nicht so eng sein wie die, die ich zu ihr habe, doch sie scheint eine gewisse Zuneigung für euch zu empfinden. Trotzdem dürfen wir ihren Namen nicht leichtfertig aussprechen. Überall sind Feinde und man kann die Sterblichen so leicht aufscheuchen. Lyrant ist mir zugeneigt. Oh, nicht im sterblichen oder romantischen Sinne des Wortes. Nicht einmal wie ein Kind, das Zuneigung für einen Welpen oder ein Kätzchen empfindet. Dremora sind nicht wie wir. Das solltet ihr schon erkannt haben. Doch meine Herrin findet euch, interessant? Ja, das ist das richtige Wort. Ihr habt Feinde erwähnt. Eine Gruppe von Dagon-Anbetern, die als Orden der Erwachenden Flamme bekannt sind, hat sich in letzter Zeit in die Belange meiner Herren eingemischt. Die Dagonisten sind zwar für sie kein Grund zur Besorgnis, doch ich will auch nicht ihre Aufmerksamkeit erregen. Ich schlage vor, ihr trefft ähnliche Vorkehrungen. Ihr erinnert mich an Rogatus Cinna. Bitte. Ich bin kein Stück wie mein hohlköpfiger älterer Bruder. Ganz und gar nicht. Ich bin die wahre Prophetin der Grauensherren. Der Widerhall ihrer Stimme im Reich der Sterblichen. Ihre Heroldin auf der Ebene von Nirn.
Rogatus hat auch behauptet, Lyrans Prophet zu sein. Ach, mein hohlköpfiger Bruder behauptet, vieles zu sein. Die Grauensherren und ich erlauben ihm seine Wahnvorstellungen. So ist es leichter für ihn, die wenigen Aufgaben zu erfüllen, die sein beschränktes Können nicht übersteigen. Ihr solltet euch geehrt fühlen, dass die Herren diesmal mich geschickt hat. Was macht denn eine Prophetin sonst noch so, außer Nachrichten der Grauensherren zu überbringen? Das Aussprechen der Worte einer höheren Macht ist die übliche Definition für Prophetie. Und es gibt keine höhere Macht als meine Herren, ganz gleich, was die anderen Tempel oder Schreine behaupten. Ich tue alles, was die Grauensherren fordert, und es ist mir eine Ehre. Die süße Narzisse ist ein ungewöhnliches Reittier, nicht wahr? Das ist sie. Auch wenn das Geschlecht nicht ganz das ist, was man denkt, die Einordnung dädrischer Wesenheiten geht. Es brauchte viel Mühe, um sie auf diese Ebene zu beschwören und euch mit einem bequemen Beförderungsmittel zu versorgen. Doch meine Herren bestand darauf. Also gehorchte ich. Ist das sicher? Die süße Narzisse würde keiner Fleischfliege etwas zuleide tun, geschweige denn einem Lieblingskuriosum der Grauensherren. Doch nur zur Sicherheit schlage ich vor, dass sie ihren feurigen Teilen nicht zu nahe kommt. Ich bin also ein Lieblingskuriosum, so. Okay. Ach, ich sehe es ja jetzt erst. Das ist ja mein Pferd. Och, wie süß. So, Epiphanie Blutrubin-Anhänger benutzen. Der leitet mich jetzt dorthin, wo der Kreis ist, nehme ich mal an. So, links ist zu. Ich weiß gerade auch gar nicht, wo ich bin. Ich muss ja irgendwo in Gradwald in Verlies sein, denke ich mal. Das hatte ich vergessen zu sagen, weil wir sind natürlich in Gradwald gestartet. Moment, hier. Hier. Ach komm, jetzt nerv uns doch nicht. Hyrant! Verdammte verzauberte Klinge. Ich muss herausfinden, wie diese Verzauberung mich beeinträchtigen konnte. Doch zuerst unterhalten wir uns. Ah, kleine Sterbliche. Ihr kommt wie immer genau zur rechten Zeit. Wenn ihr nur ein paar Augenblicke früher aufgetaucht wärt, hätte ich aber womöglich nicht diese verdammte Klinge in der Brust stecken. Was ist hier geschehen, Lyrant? Muss ich es aussprechen? Dass die Dremora, die ihr liebt und bewundert, etwas falsch eingeschätzt hat? Dass sie nicht auf ihre Umgebung achtete, bevor sie ihr Portal öffnete? Nun gut, kleine Sterbliche. Ich habe mich geirrt und die erwachende Flamme nutzte dies aus. Die erwachende Flamme? Der Orden der erwachenden Flamme, um genau zu sein. Fanatiker im Dienste Merunes Dagons, dem dädrischen Fürsten der Zerstörung. Zwei seiner Kultisten folgten mir durch das Portal und überraschten mich. Sie haben mich mit dieser verzauberten Klinge außer Gefecht gesetzt. Oder kurzum, diejenigen, gegen die wir die ganze Zeit gekämpft haben im letzten Kapitel. Habt ihr versucht, euch umzubringen? Ganz im Gegenteil. Die Klinge trägt eine einzigartige Verzauberung, wie sie mir noch nie begegnet ist. Sie hat mich gelähmt. So hatten sie die Zeit, andere über Portale herzuholen und alles zu durchwühlen. Überprüft rasch meine Kassette. Seht nach, ob der Samtbeutel darin sicher ist. All dieser Ärger wegen eines Samtbeutels? Es ist der Inhalt des Samtbeutels, der wichtig ist. Ich bin immer noch dabei, seinen Verwendungszweck zu ergründen. Doch da die Dagonisten ihn haben wollen, muss er wichtig sein. Meine Kassette steht auf dem nahen Podest.
Seht nach ihr, während ich diese verfluchte Klinge untersuche. Rogatina meinte, die Lage wäre apokalyptisch. Könnt ihr das erklären? Warum bestehen Sterbliche darauf, jede Einzelheit zu kennen? Ob nun mit oder ohne Bedeutung, bevor sie einfach die gestellte Aufgabe erledigen. Apokalyptisch. Es heißt genau das, woran ihr denkt, wenn es um den dädrischen Fürsten der Zerstörung geht. Och nee, frisch doch einmal mein Gedächtnis bezüglich des Fürsten der Zerstörung und der erwachenden Flamme auf. Merunes Dagon ist ein mächtiger dädrischer Fürst, der Herrscher der Totenländer und der sogenannte Gott der Katastrophen und Revolutionen. Seine Anhänger nennen sich der Orden der erwachenden Flamme. Sie sind seine treuen Diener hier auf Nirn. Geht es hierbei um Leowigs Geheimnis und die vier Ambitionen? Vielleicht, aber ich habe noch keine klare Verbindung zwischen diesen Umtrieben und den Ränken der Langhauskaiser gefunden. Nichtsdestotrotz scheint auf der Hand zu liegen, dass Dagon diese Existenzebene verwüsten will. Warum sich all den Ärger mit der verzauberten Klinge machen, anstatt euch einfach zu ermorden? Dremora sind schwierig zu ermorden. Und das trifft bei mir sogar doppelt zu. Außerdem sterben wir nicht wirklich. Also nicht so wie Sterbliche. Unsere Essenz kehrt nur ins Reich des Vergessens zurück, wo wir wieder Gestalt annehmen. Wie lange das dauert, ist unterschiedlich. Die Klinge war mehr als gerissen. Also doch so wie bei den Sterblichen. Mehr als gerissen? Wie das? Die Dagonisten haben sich große Mühe gegeben, eine Klinge zu schmieden, die eine Dremora in ihrem bewegungslosen Körper festhalten kann. Anstatt einfach meine Form zu erschlagen und zu riskieren, dass ich allzu rasch zurückkehre, haben sie sich entschieden, mich gefangen zu setzen. Können Sie das tun, wann immer es Ihnen beliebt? Ich muss die Magie untersuchen, um sicher zu gehen, aber ich glaube nicht. Eine Verzauberung diesen Ausmaßes ist komplex und erfordert viele Ressourcen. Ich bezweifle, dass Sie noch mehr solcher Klingen einsatzbereit herumliegen haben. Doch ich werde vorsichtiger sein. Ja, das wäre wohl auch besser so. Ich schau mal eben nach, ob der Samtbeutel noch drin ist. Es ist verschwunden, oder? Findet den Kultisten, den ich verwundete, bevor die Klinge mich behinderte. Okay, mach ich. Seid ihr der Kultist? Was ist mit euch? Falsche Richtung. Die Dremora dachte, sie könnte sich der erwachenden Flamme entgegenstellen. Verwüschte Rollen hat es ihr gezeigt. Ich wusste, ich hatte ihn tödlich verwundet. Überraschend, dass er es so weit geschafft hat. Durchsucht seine Leiche und bringt mir den gestohlenen Gegenstand. Okay. Oder auch nicht. Weil Bastian wieder zu blöd ist, um den zurückzuhalten. Angriff! Nee, nix Angriff. Jetzt sind sie weg. Zeigt du hast mir, sie ja nicht getankt. Hat. Nun, kleine Sterbliche. Habt ihr den Gegenstand geborgen, den dieser Marder aus meiner Kassette gestohlen hatte? War sie in einer seiner Taschen, wie ich es vermutete? Nein, ich habe nur diesen Brief gefunden. Lasst mich das mal sehen. In diesem Brief wird die Marde, die ich getötet habe, namentlich genannt. Verwüster Rollen. Und es wird Grünschatten erwähnt. Ich frage mich, was sie an diesem elenden Ort wollen. Sie schienen es eigens auf euren Gegenstand abgesehen zu haben. In der Tat. Mein Relikt. Als ich erfuhr, dass der Kult es haben wollte, entschloss ich mich, es zu beschaffen, bevor er das konnte. Ich verwischte meine Spuren. Doch anscheinend nicht gut genug. Erzählt mir von dem Relikt. Es gibt da nicht viel zu erzählen. Zweck und Wirkungsweise des Relikts müssen erst noch von mir bestimmt werden. Ich wollte es gerade untersuchen, als der Kult in meinen Unterschlupf eindrang. Wie dem auch sei. Der Brief verrät uns, wo wir die Dagonisten finden. Ich werde ein Portal öffnen. Dann auf nach Grünschatten, nehme ich an. Ja. Ich liebe es immer, wenn da ein Pfeil ist, aber keiner da ist. Ich werde mich an den Geruch von Nirn nie gewöhnen. Kommt, Sterbliche. Wir haben Pläne zu besprechen.
diesmal allerdings nicht aufgrund eines Bugs. So viel Grün und so viele Tiere. Wie haltet ihr Sterblichen das nur aus? Oh, vergesst es. Eine rhetorische Frage. Kümmern wir uns um die Dagonisten und bergen wir das Relikt, das sie aus meinem Unterschlupf geholt haben. Wie finden wir den Orden der erwachenden Flamme? In der Notiz, die ihr entdeckt habt, findet ihr die Antwort. Wo das Dunkel kriecht. Das kann sich nur auf einen Ort in dieser Region beziehen. Schattenkreuch. Ohne jeden Zweifel finden wir dort die Dagonisten. Schattenkreuch klingt ziemlich groß. Können wir unsere Suche irgendwie eingrenzen? Die Dagonisten setzen Portalmagie ein. Ich kann ihre Rückstände in der Luft riechen. Der Anhänger, den Rogatina euch gegeben hat, er kann den Spuren von Portalmagie in der Gegend folgen. Wo soll ich mit der Suche beginnen? Genau hier. Verwendet einfach den Anhänger und folgt der Spur aus Restmagie. Dann setzt ihr ihn wieder ein, sobald sich die Spur verläuft. Wir müssen das Relikt bergen, das mir gestohlen wurde. Ich gehe meiner eigenen Untersuchung nach und wir treffen uns wieder, sobald wir die Kultisten ausfindig gemacht haben. Okay, so. Da hinten wird's kleiner vom Kreis her. Irgendwo hier. Da. Oder auch nicht, weil es weitergeht. Ich hab's schon gesehen. Wo sind wir denn hier, dass hier überall diese komischen Krieger sind? Die sagen mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts, aber kann natürlich sein, dass das jetzt nur von der Quest aus ist. Och, kommt der mal mit hier? Die Demora! Wie konnte sie die Klinge überwinden? Unwichtig geht und ich schließe das Portal. Nicht so schnell. Ein einfacher Zauber wird das Portal offen halten, Sterbliche. Nicht die Sterbliche, hier lang. Eine Höhle? Ich hatte erwartet, dass der Kult mehr Geschmack hat. Sehen wir uns um. Ich hatte erwartet, dass Dagons Speichel lecker besser untergebracht sind als in einer einfachen Höhle. Seht euch um und findet mein Relikt, Sterbliche. Wo sind wir? Ich gehe davon aus, dass diese Höhle als Stützpunkt der erwachenden Flamme dient. Ehrlich gesagt, nicht sehr beeindruckend. Kommt, lasst uns das Loch finden, in dem die Kultisten ihre Wertsachen einlagern. Ich will das Relikt wieder in meinem Besitz haben, bevor der nächste Clanban kräht. Durchsucht das Gebiet. Seht in jede Ecke. Wir müssen das Relikt bergen, das sie mir gestohlen haben. Clanbans kräht? Meint ihr das jetzt wirklich? Ich höre Stimmen vor uns. Das müssen Kultisten sein. Echt? Die Dagonisten. Auch nicht besser als Deltratten, die sich in den Eingeweiden dieser Höhlen verbergen. Und ich dachte, hier gibt's keine Gegner. Es war ein Fehler, hierher zu kommen, Lyrant. Endlich! Durchsucht das Lager und findet mein Relikt, kleine Sterbliche. Ja, ich weiß schon. Okay, die werden ausnahmsweise mal aufgehalten. Sehr schön. Okay, das sieht mir irgendwie nach einer Waffe aus. Eigentümliche Zeichnungen. Auf jeden Fall etwas Mechanisches. Doch, was war das von wegen der Verwandlung von Dedra? Interessant. Okay, wir haben noch Aufzeichnungen gefunden. Wo bin ich denn da hoch? Hä? Da muss ich da... Nee, muss ich von dieser Seite aus. Schriftverkehr der wachenden Flamme. Unheilsbringer Rizarin. Lyrant die Dremora hat den Portalschlüssel. Ich will ihn. Schickt Verwüster Rullen und ein paar Akolyten, um ihn zu beschaffen.
Aber macht deutlich, dass der Schlüssel mehr wert ist als ihr aller Leben. Ohne ihn würden unsere Pläne erheblich zurückgeworfen. Und die Zeit, um den Kataklysten einzurichten und im Gang zu bringen, wird immer kürzer. Ich gebe die Klinge nur sehr ungern für diese Aufgabe aus der Hand. Doch wir müssen die Dremora aus der Gleichung nehmen. Ihre Einmischung kann nicht länger toleriert werden. Sobald ihr den Schlüssel habt, richtet ihr die Symbole nur noch so aus, wie ich es hier aufgezeichnet habe. Dadurch sollte sich das Portal öffnen, das euch zu unserem Stützpunkt im Reich des Vergessens bringt. Dann könnt ihr und die anderen mir den Portalschlüssel bringen. Er muss für uns von dieser Position aus weitere Reiche zugänglich machen. Und bringt die Baupläne mit. Lasst sie nicht einfach zurück. Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass sie in die Hände von jemandem fallen, der sich gegen unsere Vision ausspricht. Kehrt bald mit verwüster Rullen zu uns zurück. Dann könnt ihr beim nächsten Probelauf des Kataklysten zugegen sein. Anschließend werden wir die Katastrophe auf das Reich der Sterblichen loslassen. Im Namen Dagons, Schwester Seldina. Diese Schwester Seldina will also mein Relikt. Und sie erklärt uns auch noch, wie man es verwendet. Interessant. Ach, da hinten das Buch. Jetzt sehe ich das erst. Ja. Kein Thema. Die fällt schon um, wenn sie mich sieht. Okay. Gut gemacht, Sterbliche. Ihr habt das Relikt gefunden. Gebt es mir. Ein Brief, der die Pläne des Kults hübsch anschaulich darlegt. Baupläne für irgendein sonderbares Gerät. Und mein Relikt. Keine schlechte Ausbeute für einen Tag Arbeit. Diese Gegenstände verraten mir viel darüber, was die Dagonisten vorhaben. Welche Bedeutung hat der Brief? Dass diese Schwester Seldina die Dreistigkeit hat, den Kultisten zu befehlen, mein Relikt zu stehlen. Und sie gab ihnen die verdammte Klinge, die mich kampfunfähig machte. Sie nannte das Relikt einen Portalschlüssel. Sie behauptete, er führe zu einer Art Stützpunkt im Reich des Vergessens. Ein Stützpunkt im Reich des Vergessens? Ja, von dem aus sie vorhaben, Katastrophe über eure Welt zu bringen. Ich vermute, es hat etwas mit diesen Bauplänen zu tun. Eine Art Skizze für ein Gerät, das sie den Kataklysten nennen. Es steht wohl irgendwie mit dätrischen Verwandlungen in Verbindung. Spannend. Und was nun? Nun rennen wir weg. Wo läuft's denn jetzt hin? Hallo? Lyrant, könntest du mir vielleicht einfach mal antworten? Ich hoffe für meine Gehilfin, dass sie die Vorbereitungen, die ich ihr aufgetragen hatte, abgeschlossen hat. Kommt. Jo. Herrin, die Abenteurerin nähert sich. Ach da. Eben stand da doch noch keine. Wir hatten Glück, kleine Sterbliche. Der Brief, den wir gefunden haben, deutete an, dass Schwester Seldina den Portalschlüssel zu sich zurückgebracht haben wollte, nachdem die Kultisten ihn geborgen hatten. Aus irgendeinem Grund ist das nicht geschehen. Vielleicht warteten sie auf die Rückkehr von Verwüster Rullen. Verwüster Rullen? Das ist der Kultist, den ihr in euren Unterschlupf töten konntet, oder? Ja, und seine Leiche liegt nun vor uns. Er wird meinen Zwecken sehr dienlich sein, denke ich. Dafür ist später noch genug Zeit. Fürs Erste nehmt dies. Soweit ich weiß, erwartet euresgleichen Belohnungen, wenn sie Dinge für jene tun, die ihnen weit überlegen sind. Nö. Wie es allerdings mit dieser Sache weitergeht, das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.